Sehr geehrte Frau Stadtverordneten, Vorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Die Kasseler Linke hat sich entschlossen, den gemeinsamen Antrag von SPD, CDU, Grünen und FDP, Freien Wählern und Piraten nicht mitzutragen. Und ich will dies hier kurz begründen. Selbstverständlich lehnen wir ebenfalls gewaltigen Einsatzkräfte ab. Aber wir sind der Auffassung, dass der Antrag, ohnehin dann eigentlich hauptsächlich eine Reaktion auf einen nicht zustimmungsfähigen AfD-Antrag, zu undifferenziert ist und am eigentlichen Problem vorbeigeht. Erstens, die Wertschätzung für die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdiensten, Krankenhäusern, der KVG und den Stadtreinigern würde sich erheblich besser ausdrücken in einer deutlichen tariflichen Aufwertung dieser Rettungskräfte als in Anträgen wie diesen. Dafür bietet das Ergebnis der diesjährigen Tarifauseinandersetzung für die kommunalen Beschäftigten einen ersten Ansatz, aber noch lange keinen Mut. Hierfür würde ich mir mehr Engagement der Stadt Kassel und auch eine entsprechende Resolution der Stadtverordnetenversammlung wünschen. Aber diese wurde ja immer, wenn sie von uns als Antrag eingebracht wurde, mit dem fadenscheinigen Argument der Nichtzuständigkeit abgelehnt. Zweitens, die Fülle an Kampagnen für mehr Respekt für Einsatzkräfte verdeckt die hinter der Gewaltspirale sitzende strukturelle Gewalt, die sich in sozialer Unsicherheit, Prekarisierung, institutionellem Rassismus und sexualisierter Gewalt ausdrückt. Das Bild wird uns nur vollständig, wenn diese strukturellen Gewaltverhältnisse mitgedacht werden und nicht Gewalt einfach als unerklärlicher Ausdruck von Vandalismus vereinbart wird. Und dabei geht es uns nicht um rein moralische Kategorien, sondern um das Verstehen dessen, was offensichtlich eine gesellschaftliche Tendenz zur Verrohung, zur Entsolidarisierung und zur gewaltsamen Konfliktlösung ist. Die Gewaltförmigkeit kapitalistischer Vergesellschaftung zeigt sich in all diesen verschiedenen Formen, die gleichermaßen bekämpft und überwunden werden müssen. Drittens, wenn wir hier über Gewalt gegen Einsatzkräfte diskutieren, dann muss im Umkehrschluss auch über Polizeigewalt geredet werden. So etwa über das Vorgehen bei der rechtswidrigen Abschiebung eines syrischen Geflüchteten aus Witzenhausen, bei dem Polizeikräfte sich mit einem völlig unverhältnismäßigen Einsatz von Schlagstöcken, Pfefferspray und Polizeihunden den Weg freigeprügelten, wobei mindestens 12 Menschen teilweise erheblich verletzt wurden, so geschehen vor nicht langer Zeit. Besonders pikant an der Sache, gerade im Zusammenhang mit unserem heutigen Thema, ist, dass nach diesem Einsatz die Pressestelle der örtlichen Polizei ein gewalttätiges Vorgehen der Demonstranten, das es nachweislich nicht gab, schlicht erfunden wurde. Was dann zunächst überregional von der Presse auf Graf nachgeklappert wurde, von Steinwürfen auf Polizeiwagen war die Rede und von mehreren verletzten Polizisten, alles Unsinn. Und so wird dann ein falsches Bild gezeichnet. Polizeigewalt erst geleugnet und dann verharmlost, legitimer ziviler Ungehorsam zum gewalttätigen Protest umgelogen und eine Stimmung erzeugt, die ein härteres und ungehindertes Vorgehen von Polizeikräften auch gegen Antirassistinnen und Bürgerrechtlerinnen legitimiert. Viertens. Die Große Koalition in Berlin hat vor kurzem ein Gesetz zur Stärkung des Schutzes von Vollstreckungsbeamten und Rettungskräften verabschiedet. Diesen zufolge wird die Mindeststrafe bei tätlichen Angriffen auf 3 Monate Freiheitsstrafe erhöht und der strafbewährte Anwendungsversuch ausgeweitet. Kritikerinnen werten dieses Gesetz als Angriff auf das Versammlungs- und Demonstrationsrecht. Bürgerrechts-NGO wie der Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein und die Humanistische Union kritisieren ihn als ungeeigneten Verfassungsbruch. Auch der Deutsche Richterbund, die neue Richtervereinigung, der Deutsche Anwaltsverein sehen das neue Gesetz kritisch. Es reiht sich ein in eine ganze Kette von Verschärfungen und Ausweitungen polizeilicher Befugnisse. Das schlimmste Beispiel dürfte das neue Bayerische Polizeiaufgabengesetz sein. Aber auch in NRW und Niedersachsen werden mit den Entwürfen für die neuen Polizeigesetze die Befugnisse der Polizei deutlich ausgeweitet. Videoüberwachung, das Abhören von Telefongesprächen und Abfangen von E-Mails und Chatnachrichten erheblich vereinfacht. Hinzu kommt das neue BKA-Gesetz, dessen Inkrafttreten den Staatstrojanern und allen damit verbundenen Grundrechtseinschränkungen schaffen wird. Bürgerrechte und informationelle Selbstbestimmung werden dabei systematisch geschwächt und wir sind längst auf dem Weg in den Überwachungs- und Obrigkeitsstaat. Orchestriert wird dieser autoritäre Rechtsruck von einer bundesweit geführten schrillen Debatte über die Zunahme von Gewalt gegen Einsatzkräfte. Wir wollen uns nicht zum Teil einer Kampagne für die Etablierung polizeistaatlicher und bürgerrechtsfeindlicher Strukturen machen lassen. Gewalt gegen Einsatzkräfte ist nicht nur abzulehnen, sie wird heute bereits verfolgt und bestraft. Ein ähnlich konsequentes Vorgehen würden wir uns beim Einsatz gegen die immer noch täglichen Angriffe auf Flüchtlingswohnheime in diesem Land wünschen. Wenn die enorme Zunahme rassistischer Gewalttaten der letzten Jahre, wird diese leider viel seltener werden.